Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder mit Sevi. Hallo. Weil euch das letzte Mal so gut gefallen hat, dass wir zusammen Sachen anprobiert haben, machen wir das heute wieder, oder wir haben eigentlich die Sachen schon anprobiert, und zwar diesmal Secondhand und online. Beziehungsweise bei dir waren wir bei Humana. Genau, also einmal Real Life Secondhand in den Laden reingehen und bei dir haben wir online Secondhand-Sachen bestellt. Genau, weil es gibt ja mittlerweile super viele und wir haben jetzt bei In Love Again geshoppt. Das ist auch ein Shop, die halt wirklich so, ja, Secondhand und Vintage-Mode haben, also viele aktuelle Sachen und aber auch so ein bisschen retro-mäßigere Pieces. Und wir starten einfach mal direkt mit den Party-Teilen und da haben wir uns für Pailletten entschieden. Mhm. Tatsächlich, fandest du es schwierig, für deine Größe Sachen zu finden? Also ich finde, bei so einem S ist es schon eigentlich sehr leicht. Ja, also, bei Secondhand auf alle Fälle. Ne? Ja, man merkt aber, je größer die Größe halt wird, desto geringer wird die Auswahl. Ja, also Mädels, wenn ihr größere Größen habt, dann und eure Klamotten nicht mehr braucht, dann gebt sie ab zu Secondhand. Ja, aber dafür findet man dann auch schneller so ein bisschen was, weil es nicht so untergeht. Ja, das stimmt, genau. Also, jetzt hängen wir unsere Kleider. Genau, beide sehr eng, also beide schon so ein bisschen Bodycon-Kleider. Meins finde ich eigentlich wirklich cool. Mega schön ist deins. Ich wüsste nicht, also ich glaube, ich würde es schon anziehen. Ja. Es ist schon so ein bisschen gewagt, auch hier mit diesem Ausschnitt vorne. Aber es sitzt wirklich sehr gut und ich finde auch, die Sachen riechen halt alle wie neu. Ja, ich finde, generell kann man mal was sagen zu dem, wie das Paket angekommen ist. Ich fand, das war richtig, richtig gut, weil also den Unterschied zum Real-Life-Secondhand-Laden werdet ihr dann auch in meinem Video sehen, aber das hat sich nicht angefühlt wie gebrauchte Klamotten. Also es ist eigentlich wie neu fühlt sich. Und es war auch super schön verpackt, also nicht wie in Plastik oder nicht in Plastik eingepackt, wie zum Beispiel bei einem anderen Secondhand-Shop, den ich getestet habe. Und genau, das fand ich schon ganz cool. Und würdest du das Kleid, würdest du es anziehen? Also ich habe es ja anprobiert. Das Ding ist, ich fand es wirklich sehr schwierig, in meiner Größe Sachen zu finden, die wirklich zu 100% zu mir gepasst haben, weil tatsächlich gab es nicht so super viel Auswahl. Also ja, es gab Auswahl, aber irgendwie hat mich nichts so, also nicht überall, nicht in jedem Bereich was gecatcht. Und bei dem war es so, ich finde die Farbe richtig cool. Also dieses Grün finde ich so schön und auch mit dem Gold und so weiter richtig toll. Aber irgendwie, der Schnitt gefällt mir nicht so gut an mir. Ich finde, es macht mich alt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Outfit so an Sevi gefällt. Und deins? Ja, ich mag es eigentlich. Ich finde, es sah richtig gut aus. Perfekt so für Silvester zum Beispiel. Also wenn du das nicht behältst, dann weiß ich auch. Als nächstes haben wir so ein bisschen mehr so basic, preppy Kleider. Und bei dem Kleid, was Sevi trägt, da habe ich auf jeden Fall gesagt, dass sie das unbedingt mal austesten muss. Ich glaube, es ist wirklich nicht so dein Stil. Nee, also Leute, die meinen Kanal verfolgen, die wissen, dass Karo-Muster nicht so meins sind. Also es ist irgendwie nicht so mein Stil, wie du schon gesagt hast. Aber ich wollte es unbedingt mal anprobieren. Ja, also ich finde, es sieht richtig schön an Sevi aus. Ihr könnt ja auch mal euer Feedback geben. Ich glaube, man muss halt echt so ein bisschen der Typ dafür sein. Aber ich finde, es war eine sehr schöne Figur. Das stimmt. Also dieses A-linienförmige unten am Rock oder Skaterkleid nennt man das, glaube ich, auch. Das ist generell sehr schmeichelhaft für Birnen- und Sanduhrform, ne? Weil das natürlich schön die Taille und so betont. Und das andere umspielt unten. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Deins fand ich wiederum sehr schön. Ja. Das hätte mir nie im Leben gestanden. Aber für dich fand ich es richtig schön. Ja, das ist so ein, kann man sagen, ein Haarschnitt oder ein I. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz gerade geschnitten. Aber ich finde es mega schön, auch weil es unten dann aber so ein bisschen auseinander geht. Genau, und das ist auch von Mango. Also ich habe auch das Gefühl, generell, wenn ihr jetzt auf dem Shop seid, könnt ihr auch nach Marken sortieren. Und Mango, Zara oder auch so ein paar hochwertigere Marken findet man da direkt. Und da haben die auch wirklich eine große Auswahl und dann halt auch zu einem fairen Preis, dass es auf jeden Fall schon ein bisschen günstiger ist, als wenn man es jetzt neu kauft. Weil das ist mir total wichtig, wenn ich Secondhand kaufe, sollte es schon günstiger sein als die neuen Sachen. Ja. Ja. Und die sehen auch trotzdem eigentlich ungetragen aus. Ne? Ja, total. Also die haben wirklich eine gute Aufarbeitung geleistet, das muss man sagen. Kommen wir zum Problemfall. Genau, und da haben wir uns auch Jumpsuits rausgesucht, weil ich finde eigentlich Jumpsuits sehen bei jeder Figur irgendwie total schmeichelhaft und schön aus. Und wir haben einmal halt einen Jumpsuit in S, oder ich glaube, das ist in der 36 und einen in L. Genau. Ja, und die passen beide mir. Ja,
Ich habe versucht, hier reinzukommen, keine Chance. Ich habe wirklich direkt gemerkt, das wird nicht funktionieren. Also ich habe es nicht mal ansatzweise zubekommen. Ja, und bei mir sitzt der eigentlich echt gut. Also ich müsste es, glaube ich, schon nochmal zum Schneider bringen und ein bisschen enger machen. Aber dafür, dass es eine L ist, ja, das ist, schon krass. Ist es schon verrückt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding bei Secondhand oder gerade bei so Vintage-Mode, weil einfach die Kleidung von früher ja so ein bisschen anders bemessen wurde. Mhm. Und deswegen ist vielleicht so ein L von damals ein M von heute. Ja, oder du kannst auch gar nicht sagen, weil die Marken ja auch total unterschiedlich sind. Ja. Ne? Und du kannst nicht einschätzen, wie es aussieht, weil ja meistens auch niemand das trägt, wenn es kauft. Also du siehst ja nur die Klamotte und kannst es sehr schwer einschätzen. Wenn jetzt zum Beispiel da steht, dass es von Zara ist, kann man das ja schon ein bisschen besser einschätzen, weil man es vielleicht kennt, aber so ganz fremde Marken oder wenn es gar nicht mehr draufsteht, ist schwierig. Ja, weil man findet da jetzt auch nicht so konkrete Infos. Also ich glaube, da bei diesen Vintage-Sachen muss man auf jeden Fall aufpassen. Der hier, der ist, glaube ich, auch von Asos gewesen. Der war so schön. Aber ich fand beide richtig echt schön. Cool. Also ja, den fand ich halt auch mega, aber halt schon so ein Fail, dass der einfach nicht gepasst hat. Ein weiterer Fail, der uns auch beiden passiert ist, sind nochmal Hosen. Ich habe einmal hier eine von Naf bestellt in 36 und die geht halt einfach nicht zu. Ja, das fand ich auch richtig heftig. Also, weil du hast ja eigentlich 34, 36. Ja. Also müsste das ja eigentlich passen, aber hat nicht gepasst. Bei mir übrigens auch nicht. Surprise, surprise. Ich habe eine von H&M Rock L.O.T. Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so eine... So eine jüngere Marke? Ja, ich glaube schon. Das ist nichts für Kurven, Leute. Ich sag's auch nicht. Das hat mir nicht gepasst. Also wirklich gar nicht. 0,0. Also, das war auch schon ein bisschen frustrierend. Hosen sind eh immer schwierig. Ja, voll. Als nächstes haben wir uns dann so ein bisschen an so ein paar retro-mäßigeren Looks probiert. Und ja, da bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit, finde ich. Also vor allem, was hast du denn? Zeig mal. Ich habe einmal so eine Pumperhose oder keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, die ist auf jeden Fall speziell. Genau, die ist oben eng und unten so ein bisschen weiter und hat halt hier auch noch so, ich weiß gar nicht, wie bei so einer Reiterhose oder so. Ja, voll. Und die finde ich richtig cool. Also die hat, die ist von MAC. Ich glaube, das ist ja auch eher so eine Altfrauen-Klamottenmarke. Ich kenne die gar nicht, ehrlich gesagt. Eigentlich auch ein bisschen hochpreisiger. Und davon bin ich voll begeistert. Also die werde ich safe auch behalten. Und dazu habe ich dann einfach so ein richtig komisches Wolltop, wo meine Mama auch immer sagen würde, der Pulli ist mir zu kratzig. Ja, aber ja, ich glaube auch, das ist kratzig. Ich habe dich auch vorhin gefragt. Ja. Aber ich finde die Kombi total cool, weil das hier so glänzend ist mit Muster und dann dieses Flauschi-Oberteil. Ja. Finde ich, passt richtig gut zusammen. Ja. Und ich finde die Hose und aber eigentlich auch das Oberteil, da sind so Sachen, die findet man vielleicht nicht so im Laden. Nee. Weil die gibt es nicht so häufig. Und das, sowas ist so richtig Secondhand. So, genau. Wo jeder fragt, woher hast du das? Und dann sagst du, Secondhand. Ja, und das finde ich halt auch ganz cool, dass man bei In Love Again auch das so ein bisschen gliedern kann. Also ich finde, die haben sehr coole Kategorien. Also die haben auch so Blogger-Look, 90er, Boho. Also je nachdem, was man wirklich auch sucht, kann man da ganz gut dann noch die Teile finden. Und das finde ich schon cool. Sehr wichtig, weil ich finde gerade so bei vielen Online-Shops, da geht man einfach unter in dieser Menge an Sachen, dass man da schon eigentlich so eine Guideline irgendwie braucht. Mm. Und ich finde auch zum Beispiel jetzt bei deinem Look... Genau. Also ich habe so einen Kord-Rock, die sind ja jetzt auch wieder total angesagt, aber waren früher ja auch mal voll in. Die mag ich sehr, sehr gerne in schwarz. Und dazu ein, so ein bisschen transparentes... Genau. Ich dachte nicht, dass es so transparent ist, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das kennt ihr das, wenn da vorne noch so ein Zwischenlayer ist? Mhm. Deswegen hat man halt meinen BH gesehen. Theoretisch könnte man da einen schöneren BH drunter ziehen, ein Bralette oder irgendwie noch so einen Top, irgendwie ohne Träger oder sowas. Aber ich finde es richtig schön. Ich finde die Farbe mega schön. Und das war auch sehr bequem. Ich kann nichts Schlechtes sagen. Das mag ich sehr gerne, als Oberteil. Sehr schöne Herbstkombi. Voll, ja. Das sind richtige Herbstfarben. Zum Schluss noch was Herbstliches oder beziehungsweise was so Jacken. Ich finde nämlich Jacken oder auch so Übergangsjacken, Mäntel, findet man einfach total gut Secondhand. Also gerade wenn ihr auch mal in Secondhand-Läden geht, ist das, glaube ich, auch immer so was Gutes zum Einstieg. Das ist eigentlich das beste Teil im Secondhand-Laden. Ja, weil die Sachen sind sehr günstig und auch gerade wenn ihr dann trotzdem mal eine größere Größe seid oder sucht oder auch wenn ihr eine kleinere Größe habt, kann man da wirklich auch so ein bisschen größere Teile cool tragen und kombinieren. Toll. Und ich habe jetzt mehr auch so eine, also wir haben jetzt beide mehr so Secondhand-Jacken, jetzt so keine Vintage-Jacken, aber die finde ich richtig schön, genau, so ein bisschen. Auch dann ist ein bisschen kürzer. Ja, so ein bisschen so eine Regenjacke eigentlich fast. Also mich hat es so an ein Outfit von
Jenny aus Gossip Girl erinnert. Deswegen dachte ich. Hast du die Serie Dark erinnert? Deswegen nehme ich einfach mal so eine gelbe Jacke mit. Und die ist eigentlich von H&M. Finde ich aber wirklich sehr schön. Bei mir steht keine Marke mehr drin, so viel. Das sieht doch. Hier. Oh, hier doch. Oh, das sieht super aus. Original. Okay. Made in Western Germany. Ach, guck, krass. Siehst du. Vielleicht ist das. Dann ist das bestimmt auf jeden Fall noch vor Mauerfall also hergestellt worden. Stimmt, ne? Ja. Irgendwie, sonst hätte man das ja bestimmt nicht gesagt. Das ist mit wie Western Germany. Dafür ist die Jacke aber noch echt gut erhalten, ey. Also da ist sich man gar nicht. Die sieht aus wie neu. Krass. Vielleicht haben die das auch. Ah, weiß es nicht. Aber die ist auf alle Fälle sehr schön. Ja. Sehr bequem, fällt sehr schön und Trenchcoats mag ich eh total gerne. Und ich finde auch, die Farbe passt super zu dir. Ja, ich mag Rot auch gerne. Ja, so ein schöner Hingucker. Ja, und das war es eigentlich auch alles, was wir gefunden haben. Was wäre jetzt so dein Fazit? Würdest du nochmal bestellen? Tatsächlich muss ich sagen, dass ich bei Secondhand lieber in den Laden reingehe. Das werdet ihr dann auch in dem anderen Video sehen, wie wir darauf reagieren, weil da sieht man halt die Klamotten vor sich und kann halt gucken, okay, passt das, was anprobieren. Weil bei Secondhand ist halt einfach die Schwierigkeit, dass du es so schlecht einschätzen kannst, weil keine Models das anhaben und das, keine Ahnung, 30 Jahre alt sein kann, theoretisch. Und aber natürlich finde ich, es gibt auch super coole Sachen online, die man bestellen kann. Und du hast halt natürlich auch ein bisschen mehr die Übersicht. Wenn du in den Laden reinkommst, ist das schon ein bisschen erschlagen. Ja. Also ich würde, glaube ich, schon nochmal bestellen. Vielleicht auch eher, wenn ich so konkret nochmal was suche. Genau, das vielleicht dann eher auch, so einzelne Sachen. Für Karneval finde ich halt Secondhand auch immer ganz cool. Das und wenn ich zum Beispiel zu meinem liebsten Laden gehe, dann bin ich auch immer so erschlagen und weiß gar nicht, was ich so will. Und so könnte ich mir vorstellen, kann man sich sehr gut was raussuchen. Stimmt. Und wie gesagt, Übergangsjacken und ich finde auch so schickere Kleider, auch wenn ihr jetzt irgendwie einen Ball habt, der vielleicht ansteht, schaut unbedingt Secondhand. Man kann da so schöne Abendkleider für 10 bis 50 Euro finden. Und ja, deswegen guckt auf jeden Fall jetzt nochmal bei Sevi vorbei. Da seht ihr nämlich, was wir live geshoppt haben. Und das war wirklich ganz cool, weil wir so eine kleine Challenge daraus gemacht haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.